Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Seasons After Fall. Wir haben den Winterintus und sollen jetzt nach Westen gehen, um den nächsten Hüter zu finden und seine Jahreszeitenfähigkeit zu klauen, sag ich mal. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Und wie er vor allen Dingen aussieht. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu dumm an. Das sieht schön aus. Okay, da können wir nicht lang. Im Erkennen von... ich will hier unten wieder bloß keine Blumen oder sowas verpassen. Das ist ja, die Frage... Da lang. Genau. Und jetzt geradeaus weiter. Da ist die Frage, blühen die Blumen auch im Winter oder müsste ich echt in die Frühlingsjahreszeit gehen, um die zu sehen? Ich weiß es nicht. Und ich will einfach nur nicht verpassen, dass hier oben welche sind, deswegen gehe ich hier oben noch mal. Wo willst du denn hin? Das ist nicht der Weg zum See. Geh zurück und biege bei den Kiefern links ab. Kann ich hier? Wie kann ich denn zwischen den Jahreszeiten switchen oder kann ich das aktuell nicht? Ah, es macht das von alleine hier erstmal. Wartet, wartet. Hier drüben geht's nicht lang, ne? Muss ich das aufbäumen? Wie ein Schneemann? Nee, okay, das funktioniert nicht. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte nur gucken. Und da oben geht es auch nicht weiter. Und hier komme ich auch erstmal noch nicht irgendwo hin. Vielleicht brauchen wir dafür auch mehr Fähigkeiten. Deswegen gehen wir tatsächlich mal wieder runter und gehen dorthin, wo wir gerade eben waren. Nämlich hier unten lang. Und weiter gehen Westen. Ich will einfach nur nichts verpassen, beziehungsweise die Blumen mitnehmen, die wir mitnehmen können. Hier zum Beispiel. Damit ist die Frage geklärt, ob man sie auch im Winter sehen kann. Was ich nämlich entdeckt habe weißt zwischen... Weißt du, kleine Knospe, es mag zwar nicht so aussehen, aber ich beneide dich. Ich wäre auch gern imstande, umherzulaufen, den Wind zu spüren und das Eis unter meinen Pfoten. Aber das kann ich nicht. Nicht, bevor wir alle Fragmente beisammen haben. Wir brauchen sie, wenn wir das Ritual ausführen wollen. Was denn für ein Ritual? Hier in diesem Baum können wir wieder was reinritzen, wahrscheinlich. Wenn es soweit ist. Was ich sagen wollte, ich habe... Oh, wie süß, er rutscht sogar auf Eis. Ich habe nämlich entdeckt, wenn man hier bei Extras reingeht. Dann gibt es hier verschiedene Blumen. Hier stehen aber allerdings hups, Fragezeichen daneben. Und ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Ob man hier irgendwas freispielen kann. Vielleicht irgendwelche Artworks oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur zufällig entdeckt. Das Ritual der Jahreszeiten. So nennen es die Hüter. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich habe die Hüter öfters davon reden hören. Das Ritual der Jahreszeiten kann ein Leben verändern. Wenn das wahr ist, könnte es das meine ändern. Und das deine auch. Ich könnte endlich das Heiligtum verlassen. Und du könntest, ich weiß auch nicht, du könntest all deine Träume wahr werden lassen. Du hast doch Träume, oder? Er ist ein Fuchs. Wahrscheinlich hat er ein paar Träume. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt von den Sprungmöglichkeiten, die es hier so gibt. Denn normalerweise, jetzt redet sie bestimmt gleich wieder, deswegen bin ich mal ganz kurz ruhig. Schlammloch. Oder auch nicht. Denn man ist es normalerweise aus anderen Jump'n'Runs nicht gewohnt, dass es Strecken gibt, die man lang gehen kann, ohne dass da irgendein Weg am Ende lauert. Und wenn es auch nur... Okay. Und wenn es auch nur eine Alternative zu dem Weg ist, wisst ihr, was ich meine? Ich folge dem mal. Glaube ich. Oh nein, es bricht, oder? Nee, dahinter ist was.
Und es bricht trotzdem. Was war das? Hier drüben komme ich, glaube ich, nicht weiter, ne? Nee. Da oben war was. Moment, Moment, Moment. Ich bin gesprungen, ich schwör's. Also ich habe auf Springen gedrückt, meine ich. So, nochmal Springen drücken. Was ist das? Wow. Es ist eine Bombe. Okay. Noch so ein Bombending. Wozu auch immer das praktisch sein wird. Kann ich da oben noch was gucken oder auslösen? Da oben sind Blumen wieder. Da drüben komme ich aber nicht hin. Ah, da waren auch Blumen. Die habe ich gar nicht gesehen. Das war aus Versehen quasi. Noch kann ich die Jahreszeit nicht wechseln, weder mit Rechtsklick noch mit Steuerung. Also irgendwas Achtung, fehlt. kleine Knospe. Du betrittst gleich das Gebiet des Hüters des Herbstes. Er kann manchmal unberechenbar sein. Pass auf, dass er euch nicht wehtut, dir und deinem Fuchs. Okay. Da drüben. Das sieht aus, wenn ich den Herbst zum Beispiel aktivieren würde, als würden sich die Blätter heben. Aber ich bin gerade noch ein bisschen irritiert, dass ich die Winterjahreszeit und die andere davor noch nicht switchen kann. Oder war das, was davor war, keine Jahreszeit quasi, sondern einfach nur eine Option? Oh. Federn. Was ist das? Wahrscheinlich geht das hier einfach noch nicht auf. Da oben ist was. Wo ich aber noch nicht rankomme. Nee. Hier ist eine Feder. Aber mit der kann ich auch nichts machen. Hier sind noch ein paar Blumen. Ups. Hier ist auch so eine. Vielleicht bewegt die sich ja auch, wenn wir die Jahreszeit wechseln, dass sie dann nach unten geht und wir nochmal durchlaufen können. Ich bin noch ein bisschen Wenn du irritiert. den Wind pfeifen hörst, dann kann der Hüter nicht mehr weit sein. Pass gut auf. Ich bin noch irritiert vom Gameplay an manchen Stellen. Beziehungsweise setzt der sich jetzt auf die Wurzel? Ich hab's nicht ganz geschnallt, was die Dinger machen. Da ist er rausgehüpft. Hier an den Stellen kann ich sie zum Springen verwenden. Das habe ich schon verstanden. Aber der laufen konnte, da war ich jetzt irritiert. Aber wir kriegen es bestimmt noch raus. Noch eine Feder? Ups, da bin ich jetzt runtergefallen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe gedacht, das sind sowas wie tippelnde Bomben quasi, die man mitnehmen kann. Da ist er.
Das war jetzt doch recht leicht. Ich kann aber nicht zu denen. Ich wollte ihm auf den Schnabel springen, aber es geht nicht. Dann folgen wir mal diesem Dingens hier, wo es uns hinbringen mag. Beziehungsweise ob wir damit direkt zum Heiligtum kommen. Ach so. Stimmt, ich kann ja jetzt switchen. Ah. Kann ich da irgendwie hochspringen, dass es mich... Warte mal, Käfer, komm mal mit. Nein! Nein, dreh dich um. Warum hat er sich jetzt so aufgebläht? Wo ist er hin? Ah. Warum wird das so groß? Mache ich irgendwas falsch? Stirbt der gleich und ich muss mir einen neuen Käfer holen? Was? Ach so. Und jetzt kann ich ihn aktivieren zum Platzen. Na, komm schon. Und damit ist es so groß, dass ich hier hoch kann. Und hier rüber. Okay. Und jetzt? Ah. Okay. Hier brauchen wir wahrscheinlich gleich wieder einen Käfer, ne? Was mit dieser Wurzel? Beziehungsweise, nee, ich war ja im Winter hier, da war die Wurzel ja auch da. Käfer. Jemand da lang? So. Ah, also doch sowas wie ein Sprengmaterial. Sehr gut. Der Hüter des Herbstes ist endlich eingeschlafen. Es besteht keine Gefahr mehr. Folge dem Fragment, das er dir gegeben hat. Es weiß genau, wie es zum See zurückkommt. Jetzt kommen wir doch irgendwo hier bestimmt auch wieder bei den Blüten raus. Ich gehe bloß mal hier oben lang. Ich will euch auch nicht zu hart auf den Sack gehen mit den Blüten. Ich möchte bloß gern die mitnehmen, die wir mitnehmen können. Okay. Mal sehen, ob wir die Käfer brauchen. Ja, hier brauchen wir einen zum Sprengen. Sonst komme ich nicht durch. Käferchen! Kann ich hier hoch? Nee. Oh nein! Habe ich wirklich den. Kann ich hier? Wieso kann ich mich hier nicht nach oben tragen lassen? Oh, jetzt muss ich wirklich wieder Winter machen. Damit ich auf das Blatt mich stellen kann. Und dann wieder Herbst zu machen. Na gut. So, dann darüber. Nein! Ah, okay, es hat gerade noch so geklappt. Es ist mit der Tastatur nicht unmöglich, es zu steuern, aber ich muss sagen, mit Controller ist es schon deutlich besser. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, einen Controller zu nutzen, dann tut das. So, Käfer. Ich brauch dich. Raus da. Kann der nur im Winter raus? Wieso hat er sich nicht an dem Ast? Muss ich den erst so lange jagen, bis er eine gewisse Größe hat? Damit er explodieren kann? Wahrscheinlich schon, ne? Und dann wird er halt auch entsprechend langsamer. Okay, jetzt wieder Winter. Und platzen. Dann haben wir auch gleich wieder ein paar Blumen mehr.
Wahrscheinlich müssen wir aber dort hoch, ne? Um komplett zurückzukommen. Oder kann ich auch... Ah, nee, ich kann auch das nutzen. Okay. Ah, aber da komme ich nicht hoch, ne? Oder kann ich unten lang? Nee, immer noch nicht. Kann ich hier hochspringen? Nee, ich falle unten durch. Was passiert denn? Ich muss da ganz oben hin, oder? Wartet mal, wir machen noch mal kurz Winter. Ich steige auf das Blatt und mache Herbst. Und mein Timer klingelt. Oh, die Blumen würde ich gerne noch mitnehmen. Moment, ich muss meinen Timer mal kurz ausschalten. Jetzt brauchen wir... den Schneehaufen, wahrscheinlich unten, ne? Fluppdiwupp. Yay! Aber bevor wir hier rechts lang gehen und weiter die Gegend erkunden, liebe Leute, horchen wir mal auf unseren Timer und machen an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode von oder mit Let's Play Seasons of the Fall. Bis dann. Tschüss!